Und so wünsche ich einen schönen guten Morgen allseits. Und ich darf Sie im Namen der Wirtschaftskammer Steiermark sehr herzlich zu diesem Webinar betriebliche Umweltförderungen für Strom, Wärme und thermische Sanierung herzlich begrüßen. Ja, wir haben Glück mit unserem Termin, weil die Richtlinien jetzt wieder da sind für den Ökostrom, für den Investitionskostenzuschuss für die PV-Anlagen. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen auch gleich die unterschiedlichen Wärmeförderungen beziehungsweise auch die thermische Sanierung, Einzelbauteilsanierung und die gesamte Gebäudesanierung für Betriebe hier mit hinein in diesen Präsentationspool. Beginnen wird nichts weniger als jetzt. Genau. Beginnen wird den heutigen Vormittag der Herr Dr. Horst Brandlmeier. Er ist Vorstand der Ökostrom AG. Er wird uns die neuen und momentan aktuellen Richtlinien und Antragstellungsmöglichkeiten für PV-Anlagen näher bringen. Und in der Folge begrüßen wir Herrn Diplom-Ingenieur Benedikt Prescheren. Guten Morgen von der Kommunalkredit. Er ist im Team für erneuerbare Ressourcen tätig. In diesem Sinne darf ich gleich weitergeben und übergeben an Herrn Horst Brandlmeier, Vorstand der Ökostrom AG. Bitte schön, Herr Brandlmeier, wir sind gespannt. Ja, guten Tag. Danke mal, dass ich da jetzt meinen müssen Vortrag... Sie den Bildschirm sich holen. Oh. So, den haben Sie mir ja wieder genommen, sowas. Ja, ich habe mich jetzt da unterbrochen, Freigabe. Moment, habe ich gleich. Ja, das schaut gut aus. Moment. Ja. Präsentation starten noch einmal, bitte. Ja, nein, die muss ich wieder unterbrechen. Passt. So, sehr gut, Herr Brandlmeier. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt geht das dafür nicht. Moment, das muss ich freimachen. Gut. Ja, ich darf dann gleich beginnen, ja, zum Thema Strom- und EAG-Förderungen von der ÖMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom. Ich muss gleich dazu sagen, also ich mache normalerweise immer ein bisschen mehr Umfeld. Ich habe mich jetzt sehr fokussiert auf die aktuellen Änderungen. Die sind mannigfaltig. Es gibt schon wieder einen Initiativantrag und es fehlt eigentlich noch einer, ja. Wir sollen am 15.04. einen Antragstellung abwickeln und haben das System fertig getestet. Das wird das neue System sein im EAG-Portal. Da kommen dann zum Schluss noch drei Folien dazugegeben. Was bringt es für Vorteile für die Förderwerber? Und jetzt würde ich gleich einsteigen in das Thema Ökostromgesetz und Erneuerbar-Ausbaugesetz gleich zu Beginn. Es gibt das Ökostromgesetz natürlich nicht mehr für neue Verträge, aber die Altverträge mit den Tarifförderungen, die bestehen, muss ich dazu sagen, das sind immer nur über 22.000 Anlagen. Erneuerbaren Ausbaugesetz haben wir die 130.000 Anlagen in etwa bei der Marktpreisbilanzgruppe und diese ganzen Investförderschienen, die allerdings nicht nur für Photovoltaik sind, ich muss jetzt bloß der Vollständigkeit halber erwähnen, wir haben das auch für Windkraft, Biomasse, Biogas, und Photovoltaik eben auch dazu. Moment, ich kann gerade nicht weiterschalten aus irgendeinem Grund. Ja, mache ich es mit der Maus. Okay, einen kurzen Überblick über Fördermöglichkeiten. Man sieht die einzelnen Kategorien Photovoltaik, Wasserkraft, Wind, Biomasse, Biogas. Ja. Wir haben hier bei der Photovoltaik einmal Ausschreibungen für Marktprämien und Investitionszuschüsse. Die Investitionszuschüsse sind das wohl bekannteste Fördermedium, aber auch die Marktprämien kommen jetzt momentan immer mehr und werden immer stärker genutzt. Warum?
weil der Marktpreis aktuell sehr niedrig ist und noch weiter reduziert werden wird. Ja. Das heißt, in den Sommermonaten ist zu erwarten, dass aufgrund der hohen Stromdargebotsmengen, insbesondere in der Mittagsspitze, der Strompreis sowohl am Terminmarkt als auch am Spotmarkt weiter runtergehen werden. Ja. Umgekehrt haben wir das Problem mit den steigenden Systemkosten, sprich Ausgleichsenergie. Das ist bei uns derzeit alle Quoten noch null. Ja. Aber bei anderen Stromhändlern wird man es wahrscheinlich schon merken, dass die da größere Risikoprämien einkalkulieren werden. Erwähnt sei auch noch Wasserkraft, Windkraft, Biomasse, Biogas. Hier auch Investitionszuschüsse in jedem Bereich und einmal Marktprämien über Ausschreibungen. Also muss man bieten, den anzulegenden Wert, wie bei der Photovoltaik, bei Wind und bei Biomasse. Aber es gibt auch die administrativ festgelegte Marktprämie immer noch, die ist per Verordnung festgelegt. Das gibt es aber nur mehr bei der Wasserkraft. Ja. Bei Wind gab es das nur mehr für das Jahr 2022. Und natürlich gibt es auch für die kleinen Anlagen bei Biomasse, Biogas auch noch administrative Marktprämien. Ja. Nachfolgeprämien auch noch erwähnt. Ja. Und Investitionszuschüsse für erneuerbares Gas, das ist aktuell noch nicht, also wäre im Gesetz vorgesehen, aber da fehlt für die Umsetzung noch einiges auf der Ebene der Bundesgesetze. Also ERG wäre fertig, aber das Grüngasgesetz, das erneuerbare Gasgesetz, das fehlt noch. Hier habe ich ganz und kurz einen Überblick über die geplanten Termine. Wie Sie vielleicht alle wissen, gab es im März die Verordnungen für Investitionsförderungen und für Marktprämien. Ich habe jetzt da die Termine für die Investitionsförderungen, für die Calls mal beispielhaft angeführt. Auf unserer Homepage beim neuen ERG-Portal kann man aber auch für alle Technologien sowohl die Calls als auch die Ausschreibungstermine einsehen. Da gibt es guten Überblick, werde dann nur ein paar Beispielfolien zum Schluss bringen. Kann ich nur jedem empfehlen, wer interessiert ist, auch in anderen Bereichen sich über Förderungen zu informieren, kann er gerne machen über unsere Homepage. Ja. Ja, das ist immer Investförderung. Wir peilen den 15.04. an. Der 15.04. dürfte aus heutiger Sicht halten. Ob noch irgendeine Änderung stattfinden wird oder nicht, sei dahingestellt. Aktuell gibt es noch einen Initiativantrag, der geplanterweise eigentlich vor dem 15.04. im Bundesgesetzblatt verlautbart werden soll. Werden wir schauen, ob das kommt. Ich gehe dann auf die Änderungen oder auf die Vorteile dieses neuen Initiativantrages ein. Und Sie sehen, die Fördermittel, diese 15 Millionen, 20, also je Kategorie, 15 Millionen, 20 Millionen, 25 Millionen und 55 für Kategorie C und D. Und die Förderhöhen sind ganz rechts. Die sind in der Verordnung durch die Ministerin festgelegt worden. Wobei, Entschuldigung, bitte. Ja? Es ist eine Frage aufgetaucht. Ich werde es, und zwar, was genau ist die Marktprämie im Vergleich zu anderen Förderungen? Kommt ja, deiner Folie. Danke, ja. Danke. Und wir werden das jetzt so machen, nur für die Allgemeinheit. Ich werde die Fragen erst zum Schluss dann im Anschluss an die Präsentation vom Herrn Brandlmeier werden wir die Fragen besprechen. Ja. Ganz kurz noch zur Photovoltaik. Kategorie A hat 195 Euro je kW-Peak in der Förderung gemäß Verordnung. In der Kategorie B, das ist dann 185 und dann die Kategorie C und D, das ist ein Call wieder mit Ausschreibungsverfahren. Da muss man den anzulegenden Wert bieten. Und da werden immer die günstigsten anzulegenden Werte herangezogen. Und das, was Sie da sehen, die 150 Euro je kW und die 140 Euro je kW-Peak, sind Maximalwerte. Für die Speicherförderung, die man additiv dazu beantragen kann, zur Photovoltaikförderung, gibt es wieder, so wie in der Vergangenheit, die 200 Euro je kW. Gut, ja, es gibt Erleichterungen beim Anreizeffekt. Diese Erleichterungen gelten nun auch für Unternehmen, ja, ab dem 15.03. Das ist der Zeitpunkt, wo diese Verordnung in Kraft getreten ist. Wie Sie vielleicht erinnern, in der Vergangenheit durfte auch der Private nicht vorher bestellen und errichten.
Das hat man dann geändert, weil man gesagt hat, naja, man muss ja die AGVO, also die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung der EU, nicht so streng auslegen. Da haben wir mal die Privaten davon ausgenommen. Das heißt, die durften bestellen und errichten, nicht aber in Betrieb nehmen für hohe Förderantragstellung. Ja. Diese AGVO der EU ist geändert worden. Das heißt, es gab auch auf EU-Ebene eine Erleichterung. Das wurde in nationales Recht übernommen. Eben deswegen der 15.03.2024. Das heißt auch, hier ist es dann möglich, vor Antragstellung, das war früher nicht erlaubt und möglich, dass man bestellt und errichtet, aber Achtung, nicht in Betrieb nehmen. Ja. Wenn man vor Antragstellung in Betrieb nimmt, ist es ein Ausschlusskriterium. Ja. Und diese Erleichterung gilt jetzt zum Glück, ist auch für uns, auch für Unternehmen. Das heißt, man kann eine bessere Verstetigung der Aufträge auch bei den Elektroinstallateuren damit erreichen. Ja. Man muss dann nicht so viel Rücksicht nehmen auf die Antragstellungstermine. Ja, ja, es gibt auch noch einen Wegfall des Referenzanlagenvergleichs. Nur Hinweis, also das wird eben im Hintergrund gerechnet. Man gab ja aus EU-Sicht gab es eine Beschränkung der umweltrelevanten, auf Ebene der umweltrelevanten Mehrinvestitionskosten. Da hat man dann quasi ein Alternativreferenzprojekt gerechnet und davon eben von der Differenz dieser beiden Projekte maximal eben 60, 80 oder x Prozent. Ja, das ist je nach dem, ob Sie Unternehmer sind oder Privater. Und das ist im Hintergrund gerechnet worden, kam aber in der Regel eh nicht zum Zug. Und jetzt ist so, wurde die AGVO so angepasst, dass man das nicht mehr rechnen muss. Ja? Also auch eine Vereinfachung auf EU-Ebene. Ja? Ja, ermäßigter Umsatzsteuersatz. Also im Wesentlichen, ich gehe jetzt auf die Details der Investförderverordnung nicht so ein, weil sie da die Spielregeln nicht so wirklich verändert haben. Ich gehe jetzt hauptsächlich auf die Änderungen ein. Ja? Also was ist neu? Ja? Es gibt seit 01.01.2024 nicht die Umsatzsteuerbefreiung, sondern einen ermäßigten Umsatzsteuersatz von 0%. Ist wichtig, wegen einem Vorsteuerabzug. Ja? Das war damals immer schon ein Thema bis 35 kW, ja? Ist auch für Unternehmen natürlich so gedacht. Es wurde im Umsatzsteuergesetz so verankert, dass es eine verpflichtende Ermäßigung ist. Ja? Das heißt, auch jene Unternehmer, die eigentlich ganz normal vorsteuerabzugsberechtigt wären, ja, die kriegen dann eine Rechnung mit 0%, ja, haben aber nichts davon, weil sie ja, auch wenn sie 20% gezahlt hätten, Umsatzsteuer, das ja als Vorsteuer abziehen hätten können. Ja. Alle Privaten natürlich, für die bringt es eine Vereinfachung, weil die kriegen dann eben keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Die unecht steuerbefreiten Unternehmer, die haben auch was davon. Ja. Und dann hat man natürlich gesagt, es muss auf Gebäuden sein, die zu Wohnzwecken dienen, Gebäuden und Körperschaften öffentlichen Rechts, die dort genutzt werden und dann eben auch gemeinnützig, mildtätig oder kirchliche Zwecke, damit auch die Vereine dabei sind. Ja. Und ich komme dann gleich darauf zurück und da gibt es dann eine Vervollständigung des Gesetzes, ja, dass nämlich das so sein soll, dass auch jene, die Vorsteuerabzug haben, ja, und eigentlich nichts von dem 0% Umsatzsteuersatz haben, dann wieder Investförderung beantragen können. Das kommt dann in der nächsten Folie. Ja. Also diese Folie ist also nur einmal die ermäßigte Umsatzsteuersatz von Anlagen bis 35 kW BIC, gilt für alle, egal ob privat oder Unternehmer. Ja, hier steht die korrespondierende Bestimmung drinnen in § 55 Absatz 10 des ERG. Gilt auch ab 01.01.2024, sofern einmal dieser Umsatzsteuersatz von 0% anzuwenden ist, ist diese Maßnahme von der Förderung ausgeschlossen. Ja. Das habe ich jetzt vorher erwähnt, das ist natürlich für jene Unternehmen schlecht, die ohnehin den Vorsteuerabzug gehabt hätten. Gehe ich weiter. So, Moment, jetzt, da komme ich nachher nochmal zurück. Moment, da. Die Gegenausnahme möchte ich vorher machen, bitte. Da gibt es einen Antrag zur Änderung, der ist allerdings noch nicht im Gesetz drinnen. Ja. Diese Gegenausnahme soll wie folgt lauten. Diese Ausschlussbestimmung des § 55 Absatz 10 ERG soll nicht gelten, ja,
sofern es sich um Mitglieder der Kammern der gewerblichen Wirtschaft handelt oder eine Pflichtversicherung gemäß GSVG oder FSVG besteht, ja, oder wenn sie nach § 5 GSVG von der Pflichtversicherung ausgenommen sind. Und man setzt voraus, dass sie nicht vollständig vom Vorsteuerabzug gemäß 12 Abs. 3 USTG ausgeschlossen sind. Was meint man damit? Zum Beispiel bei Banken, die sind nicht steuerbefreit, die haben keinen Vorsteuerabzug. Ja. Für die gilt beispielsweise diese Gegenausnahme nicht. Ja. Warum man sich da bitte auf die Kammermitgliedschaft bezogen hat, fragen Sie mich nicht. Man hat es einfach so gemacht, weil in dieser Kammermitgliedschaft ja auch die zum Beispiel Kleinunternehmer drinnen geregelt sind. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kleinunternehmer Kammermitglied ist, hat er eben, wenn er nicht optiert zur Regelbesteuerung, muss er zwar keine Untersteuer zahlen, wäre aber nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Ja. Banken detto. Ja. Deswegen haben wir das dann am Schluss noch ergänzt mit der Vorsteuer und das sollte jetzt wie folgt stattfinden. Das heißt, alle Unternehmer, ja, die Anlagen errichten bis 35 kW Peak, kriegen eine 0% Rechnung und dürfen bei uns einen Förderantrag stellen. Wir können das noch diskutieren. Dazu wird es wahrscheinlich viele Fragen geben. Aber das wäre jetzt die Erleichterung. Ja. Ich möchte jetzt da jetzt einen Punkt machen mit diesem Regel- und Ausnahmesystem. Ja. Ich sage immer, wir legen diese Regeln nicht fest. Das sind bloß die, die es umsetzen. Das Ganze macht der Gesetzgeber gemeinsam mit dem Ministerium. Da ist natürlich jetzt viel guter Wille dahinter, aber im Detail ist das durchaus kompliziert. Ja. Aber im Wesentlichen ist so, man hat damit dieses Thema mit dieser 35 kW Peak und 0% für Unternehmer, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, repariert. Ja. Das ist die Botschaft. Marktpreisbildung ab 01.01.2024, jetzt gehe ich die eine Folie zurück, hat sich geändert. Früher war nur der Marktpreis gemäß § 41 ÖSG, dieser Marktpreis war ein Durchschnitt der Terminkontrakte für die nächsten 4 Quartale, die in den letzten 5 Handelstagen des Monats jeweils gemessen wurden. Ja. Unten habe ich so einen Screenshot drinnen, da sieht man zum Beispiel, wie sich die 96 Euro die Megawattstunde errechnet haben, die E-Control veröffentlicht. Das sind 9,62 oder 9,63 Cent die Kilowattstunde. Wir haben im Jänner für diesen gleichen Zeitraum 8,137 Cent die Kilowattstunde gezahlt. Im Februar sind es 6,293 Cent die Kilowattstunde. Heute kommt der neue Preis und der rechnet sich so. Es gibt eine doppelte Obergrenze, nämlich die tatsächlich erzielten Vermarktungserlöse. Das hat der Gesetzgeber auch so geregelt, weil ansonsten die Differenz, die wir schon gehabt haben, zwischen Spotpreis und Terminpreis sehr groß wird. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, bei einem funktionierenden Strommarkt darf es nicht so enorme Differenzen gegeben. Und die letzten 15 Jahre hat es auch kein Problem gegeben damit. Das ist richtig. Aber wir haben insbesondere seit dem Jahr 2020 ganz besondere Veränderungen am Strommarkt, die wir beobachten können. Das hat mit der Funktionalität des Strommarktes an sich zu tun und mit dem Modell, was man eben anwendet am Strommarkt, nämlich dem Marginal Pricing. Ja. Also wenn der Strommarkt ist nie besser wie das Preismodell, was dahinter steht. Ja, ja wie gesagt, es gibt dann auch eine Untergrenze. Das sind die 60% des durch die E-Control veröffentlichten Quartalmarktpreises. Ja. Das wären in diesem Fall so 5,5 Cent für das jeweilige Quartal. Diese Untergrenze wird auch dann nicht unterschritten, wenn unser erzielter Vermarktungspreis darunter liegt. Das kann zum Beispiel jetzt passieren im zweiten Quartal. Ja. Darüber hinaus sind die aliquoten Aufwendungen für Ausgleichsenergie von dem Preis noch abzuziehen. Ja. Die sind derzeit noch null. Ja. Und im Gesetz steht auch drinnen, dass es auch nie negative Preise geben wird. Das ist auch, sage ich mal, ein Absicherungsfaktor. Weil man wird schon sehen, wenn man heute Stromhändler oder einen Stromhändler verkauft, dann kommerzielle, dass das im Sommer durchaus ein Thema wird. Ja? Weil Sie müssen sich vorstellen, was hat der Stromhändler für eine Motivation, eine PV-Anlage zu kontrahieren? Er weiß, die Preise,
wo er liefert. In der Mittagsspitze sind sehr gering, am Wochenende vielleicht sogar negativ. Und ich habe ein Risiko, ein großes, bei der Ausgleichsenergie, weil die PV-Anlage nicht nur schwer zu prognostizieren ist, die tatsächliche Produktion, sondern auch noch saldiert wird mit Verbrauch oder Ladeverhalten von Batterien. Ja. Kann man dann auch gerne diskutieren. Ja, hier gibt es dann noch eine Ankündigung. Das ist die vom 14.03. Da gab es einen Gipfel in Sattlet bei Fronius, einen Made in Europe Bonus. Da wird beabsichtigt, dass man, wenn man Produkte verbaut, die also quasi innerösterreichisch oder im EU-Raum erzeugt worden sind, einen erhöhten Fördersatz bekommt. Das heißt, einen Zuschlag von 10% oder 20%, ja, als Top-Up-Förderung. Das heißt, man will beispielsweise europäische Produkte gegenüber ausländischen Produkten, also außereuropäischen Produkten, höher fördern. Ja. Derzeit gibt es noch keine entsprechende Gesetzesinitiative und für diese Änderung bedarf es natürlich auch einer Zweidrittelmehrheit. Aber ich denke, man darf auch da zukünftig das im Hinterkopf behalten. Diese Gesetzesänderung wird aus meiner Sicht, weil sie geboten ist eigentlich, kommen. Ja, jetzt gehen wir zu den Marktprämien. Jetzt kommen wir auf das Thema, was der Kollege zuerst schon gefragt hat. Wo steht das alles drinnen? Was ist der Unterschied zwischen einem Tarif und einer Marktprämie? Also geregelt ist es mal im Erneuerbaren Ausbaugesetz. Ich habe da die Gesetzesstellen angeführt. Es ist im Wesentlichen die Differenz zwischen den Produktionskosten, ja, das ist der anzulegende Wert, und dem durchschnittlich erwirtschaftbaren Marktpreis. Dieser Referenzmarktpreis, den man auch so nennt, wird von der E-Control regelmäßig veröffentlicht. Der wird gerechnet aus einem UCTE-Mix, also quasi aus einem europäischen Vermarktungsmix mit den jeweiligen Vermarktungspreisen. Ja? Also da wird der Spotmarkt zum Beispiel dafür herangezogen. Ja? Und dieser behördlich ermittelte Marktwert oder Marktpreis, ja, der wird dann dem Referenzmarktpreis gegenübergestellt. Und es ist so, dass der einzelne Anlagenbetreiber, egal ob Wasserkraft, also wenn man eine Prämie hat, ja, oder Windkraft oder Photovoltaik, kann dann ganz normal am Markt vermarkten und bekommt von uns eine fixe Prämie dazu. Ja, zum Marktpreis, den der Stromhändler bezahlt. Wenn er bei uns in der Marktpreisbilanzgruppe vermarktet, kriegt das bei uns zum jeweiligen Marktpreis auch dazu. Dass das manchmal nicht in Summe auf den Tarif kommt, das ist ein anderes Thema. Aber man hat auch die Möglichkeit, wenn man gut vermarktet, auf was Höheres zu kommen wie den Tarif. Ja, ja, das Ganze wird geregelt natürlich im Gesetz und in den jeweiligen Verordnungen. Und was wir auch noch haben, wir haben auf der Homepage unsere allgemeinen Förderbedingungen. Das sind so ähnlich wie allgemeine Geschäftsbedingungen für die Förderung von Marktprämie. Jetzt komme ich zur Darstellung nochmal, das, was ich vorher bereits erklärt habe. Links sehen Sie die Darstellung, wie der Einspeisetarif funktioniert hat. Der Einspeisetarif war fix. Da haben wir genau gewusst, was man bekommt. Und das, was am Markt erwirtschaftet hat, war eigentlich für diese Vergütung vollkommen irrelevant. Ja. Rechts haben wir dann die gleitende Marktprämie. Es ist so, dass man da die Differenz zwischen diesem Referenzmarktpreis oder Referenzmarktwert, ja, das einmal ist es mit dem Erzeugungsmix gewichtet. Bei Biomasse, wo man eine Bandproduktion zum Beispiel annimmt, ist es ein Marktpreis, also liegt aber nicht weit auseinander. Ja. Und hier wird die Differenz zwischen dem anzulegenden Wert, den man in der Ausschreibung beispielsweise bietet, ja, und dem tatsächlichen ermittelten europäischen Referenzmarktwert oder Marktpreis als Aufschlag von uns dazugegeben. Ja. Das soll die Direktvermarktung von Anlagen fördern. Für Anlagen, die kleiner 500 kW Peak sind, die können bei uns in der Marktpreisbilanzgruppe auch einspeisen. Alle, die größer sind, die müssen sich einen Stromhändler suchen. Ja, ja, normalerweise würde jetzt fragen, ob es Fragen zum Marktprämie gibt, ja, also, aber wir haben gesagt, dass wir erst nachher das fragen, Frau Url, richtig? Ja, es sind aber einzelne, okay, Fragen da, aber die allgemein
Okay. Und die dürfen wir dann hinten anstellen nach okay, Ihrem Vortrag. Jetzt nur ganz ein kurzer Rückblick, was ist in der Vergangenheit passiert. Im Jahr 2022 haben wir die 300 Millionen gehabt, Investförderung, da war natürlich hauptsächlich der Zubau bei den Privaten ein Thema. Jetzt ist es bei den Privaten mit der Umsatzsteuer, der 0% Förderung und unsere Förderschiene, die jetzt kommt mit den 150 Millionen, die wird in erster Linie für Unternehmer zur Verfügung stellen. Ja. Dann haben wir das Förderkontingent gehabt im Jahr 2023, das war dann schon rekordverdächtig. Da haben wir die 328 Millionen gehabt plus die 268 über den Kien. Insgesamt waren das knapp 600 Millionen. Kontrahiert haben wir dann im Jahr 2022, also nur Ömag. Das waren einmal Photovoltaik mit mehr als 66.000 Verträge und 28.000 für Stromspeicher. Im Jahr 2023 88.000 mit 31.000 Verträge für Stromspeicher. Und zusätzlich wurden um die 75.000 Anlagen von Privatpersonen an den Klima- und Energiefonds über unser Antragssystem weitergeleitet. Also wirklich ein Riesenvolumen. Man sieht dann in der letzten Zeile der Zubau, der Kontrahierte. Ja. Natürlich, das ist jetzt dann mit einer Zeitverzögerung wieder zugebaut, war im Jahr 2022 rund 1.400 Megawatt, im Jahr 2023 mit Client Ömer zusammen 2.815 Megawatt. In Summe sind es über 4.200 Megawatt, wenn man sich vorstellt, die Donaukraftwerkskette von Passau bis Heimburg hat 2.250 Megawatt. Natürlich mit viel mehr Vollaststunden, das ist schon klar, aber für die Ausgleichsenergie und für die Systemstabilität im Netz zählt natürlich die elektrische Engpassleistung. Also ich erwähne das deswegen, weil es ist sehr wichtig, das zu verstehen, wenn so viel zugebaut wird zum Bestand, ja, der auch noch da ist, dann spielt sich das natürlich am Strommarkt ab. Und hier wird es natürlich zu gewissen Tageszeiten so viel Strom im System geben. Und die Zukunft ist jetzt quasi, ich sage mal, für den Eigenverbrauch wirklich ganz gut, der Zubau. Ja. Für die Vermarktung wird es eher mager werden. Und man muss sich überlegen, ob man nicht über flexible Kapazitäten sowohl bei der Produktion als auch beim Verbrauch beginnt, das Ganze etwas zu regeln, sodass man die Mittagsspitzen vielleicht abflacht. Ja. Man sieht es vielleicht hier auch, wie sich das entwickelt hat. Die Photovoltaik ist das gelbe Preissegment. Ja. Das gelbe Preissegment wird immer größer, hat natürlich auch eine Rolle gespielt, weil die Windkraft in den freien Markt hinaufgegangen ist. Aber allein in der Marktpreisbilanzgruppe haben wir dann mit der Tarifbilanzgruppe zum 31.12. schon rund 130.000 Anlagen gehabt. Aktuell haben wir bereits deutlich mehr als die 130.000 Anlagen, ja, weil die Marktpreisbilanzgruppe immer noch relativ stark wächst, trotz geringerem Strompreis, der allerdings auch bei anderen Stromhändlern aufschlägt. Ja. Warum ist das so? Oder mit dem Strompreis, das ist, sieht man eigentlich an einem Beispiel von einem Wechselrichter, das sind Wechselrichterdaten, Bundeswechselrichter. Hier sieht man, dass die Mittagsspitze natürlich sehr enorm ist und dass die Grünlinie, die Batterie, natürlich sofort geladen wird in der Früh weg, ist aber schon meistens deutlich vor 12 Uhr, nämlich um 10 Uhr oder sogar schon früher voll. Dann fährt man natürlich flach weiter in der Batterie, wenn man nicht zu Hause ist, hat man keinen Verbrauch. Und man fährt voll in die Mittagsspitze rein und das ist natürlich das, was ich vorher erwähnt habe, was sich massiv natürlich auf die Preise in der Mittagsspitze auswirken wird. Ja. Wir werden hier natürlich einiges machen müssen, auch im Intraday-Handel, weil dieses Thema mit der Ausgleichsenergie und mit der Mittagsspitze wird auch ÖMAG sehr stark treffen. Wir werden schauen, dass wir da das ideal vermarkten und dass wir so gut wie möglich die Strompreise dann auch bezahlen können. Ja. Ja, zum Schluss nochmal ganz kurz unser neues ERG-System, alles auf einen Blick. Wir haben neben unserer ÖMAG-Homepage auch eine neue, diese ERG-Abwicklungsstelle.at-Homepage, bitte. Das ist nur für ERG-Förderungen. Marktpreis ist nur auf der alten Homepage. Also alles Thema, wo wir Bilanzgruppe sind, wo wir Marktteilnehmer sind, ist die alte Homepage. Diese Homepage ist eben für ERG-Förderungen. Da kann man alles abfragen. Aktuelles Förderkalender, Wissenswertes, ja. Und unten sieht man, da sind die Energieformen, Photovoltaik, Wind, Wasser, Biomasse, Biogas. Wenn man da drauf drückt und zum Beispiel Förderkalender nimmt und da drauf drückt, dann
hat man die, die Fördertermine, ja, die, die ich schon in der Folie auch erwähnt habe. Ja. Antragstellung, Investitionszuschuss zum Beispiel, Ihr Weg zur Einreichung. Man kann das Projekt, das ist neu, bereits vorher anlegen und dann das Ticket ziehen. Ja. Das mit der Ticketziehung mit First Come, das wird es natürlich immer wieder geben, außer dort, wo man quasi Ausschreibung hat, in Kategorie C und D. Und dann kann man den Antrag vervollständigen. Ja. Also das Projekt kann man bereits vorher anlegen. Und so. Und dann ist so im ERG-Portal, da haben wir dann quasi drei Schritte zur Förderung. Man hat die Projekterfassung, dann kann man die einreichen, das ist quasi die Ticketziehung, und dann den Förderantrag vervollständigen und die Förderung abholen. Ja. Also bitte alle, darf ich einladen, unser neues Portal hat etliche Vorteile. Man kann auch mehrere Projekte zu einem Förderwerber anlegen und so weiter. Es gibt unterschiedliche Rollen und ja, wir stehen da natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Brandlmeier. Sehr spannend. Und die Frage, die sich ergeben hat, die heißeste war, der Antrag wurde letztes Jahr wegen Budgetmangel abgelehnt. Ja, weil er nicht im Kontingent. Welcher Antrag? Ein Förderantrag wurde abgelehnt. Investförderung geht davon aus? Ja. Mhm. Invest, ist klar. Weil der Fördertopf leer war. War das Kategorie C? War das Kategorie C, D? Also, es ist so. Kurz, Frage ist fertig, ja. Ich, das kann ich nicht aus der Frage herauslesen, welche Kategorie, aber wahrscheinlich, je höher die Kategorie, je höher das Volumen war, desto eher wurden die Anträge abgelehnt. Das ist, ja, das ist unsere richtig. Erfahrung. Aber ja. Wie gehen die Firmen jetzt damit um? Also man hat ja quasi bereits einen Antrag gestellt, das heißt, dieser Anreizeffekt ist auch tatsächlich erfüllt, ja. Da kann man natürlich nochmal beantragen. Das ist kein Thema. Egal, ob man jetzt Gebot geben muss oder ob man in der Kategorie A und B einen fixen Fördertarif hat. Also Kategorie A, B ist noch First Come. Kategorie C und D ist Gebot. Ja. Es steht diesmal natürlich viel mehr Geld zur Verfügung, ja, für Unternehmen. Und ja, ich kann es natürlich jetzt nicht wirklich prognostizieren, wobei ein Gebot die Untergrenze ist. Je höher, also wenn man am Maximalbetrag bietet, kommt man eher nicht zum Zug. Davon gehe ich aus. Ja, das war in der Vergangenheit auch so. Das könnte jetzt auch so sein. Wir wissen, dass es sehr viele große Anlagen gibt. Ja. Also der Vorteil ist, bei Kategorie C und D gibt es keinen Stress mit der Antragstellung, weil ohnehin die Höhe des Gebotes zählt. Ja. Ich habe gerade die Antwort hereinbekommen vom Mitglied. Er hat Kategorie C gehabt. Okay, ja, das ist ein Gebot. Ja, ja, ja. Ja, das ist Gebot. Also, genau. Und kann ich sagen, ja, aber ich er würde kommt ja jetzt ein bisschen in die Patrouille, in die Zeitpatrouille. Weil er hat einen Antrag gestellt in C letztes Jahr, wurde abgelehnt. Und ich meine, jetzt sind Monate vergangen. Ich glaube nicht, dass er mit der Inbetriebnahme gewartet hat. In dem Fall hat er schon einen Antrag gestellt und das müsste funktionieren, ja. Er hat trotzdem also, Antrag stellen. Noch einmal Antrag stellen? Ja, gut. Weil er hat bereits durch den erstmaligen Antrag den Anreizeffekt dokumentiert. Ja. Ja, ist so. Ja. Okay. Ja, und jetzt, ja, es ist so. Ja. Ist so, ja, das ist gut. Das heißt, er wird. Die Inbetriebnahme kann stattgefunden haben. Er muss halt nur noch einmal einreichen und die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einer Förderung kommt, je höher die Kategorie, desto geringer die Chance wiederum. Ja, es muss aber das gleiche Projekt sein. Also es darf keine Projektänderung sein. Ja? Also muss schon ident sein. Muss man immer aufpassen. Ich bin immer sehr vorsichtig mit Antworten, weil manche im Einzelfall schaut es dann wieder anders aus. Ja. Aber das war bei den Privaten auch so, dass wenn die das erstmals eingereicht haben, dann gilt das als Einreichen, auch wenn sie nicht zum Zug gekommen sind. Und da durfte man errichten und in Betrieb nehmen. Ja. Mhm.
Die Frage ist gekommen, betrieblich genutztes Carport. Ja. Wenn ich die PV-Anlage für meine betrieblich genutzten Carports, jetzt weiß ich nicht, verwende, oder wenn ich, wie die Frage ist, ob ich auf meinem Carport die PV-Anlage errichte. Ja. Kann der Herr da die Dame bitte mir da die Antwort geben? Naja, also im Wesentlichen ist ja Carport nicht ausgeschlossen. Auf Carports. Würde ich beantragen. Auf ja. Carports, ja. Genau. Beantragen, ich habe ja. Das Hauptproblem, was wir haben in der Zukunft, ist die Unterscheidung, ab welchem Zeitpunkt sind es Wohngebäude. Ja? Also, wenn man eine Anlage hat über 35 kW Peak, gut, da kommt man eh nicht in diese Ausnahmeregelung rein. Ja? Wenn man aber reinfällt in die Ausnahmeregelung, dann hat man wieder das Thema, darf man Investbetreuung machen oder nicht. Hängt dann wieder davon ab, ob man vorsteuerabzugsfähig ist und Bundeswirtschaftskammermitglied ist und so weiter. Aber im Wesentlichen ist immer ein Förderthema gewesen, Carport auch. Ja, ja, gut. Ist in Österreich auch eine Neuerung bei Agri-PV-Anlagen geplant, da bis dato ja meines Wissens ja maximal 5.000 Quadratmeter gefördert werden? Also Quadratmeter haben wir nie in der Förderung, also eher KW-Peak. Meines Wissens sind es, glaube ich, 1.000 KW-Peak. Also ob das jetzt 5.000 Quadratmeter sind oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Aktuell haben wir dort jetzt keine Systemänderungen. Also ich glaube, die AGPV ist ohnehin kompliziert genug. Hängt sehr stark davon ab, von den erstinstanzlichen Genehmigungen. Ja. Und da muss man einfach ein gutes Förderkonzept haben, also ein AGPV-Konzept, ja, was anerkannt wird. Und wir richten uns eigentlich, wir schauen uns das natürlich kritisch an, ja, aber wir richten uns sehr stark an die Vorerkenntnisse der prüfenden Behörden. Also wenn man da jetzt im Wesentlichen anerkanntermaßen eine AGPV hat, ja, also kann man dann eigentlich davon ausgehen, dass dieses Konzept auch bei uns als förderwürdig erachtet wird. Es gibt natürlich zahlreiche gesetzliche Grundlagen, auf die ich jetzt im Detail komplett nicht auswendig gar nicht eingehen kann. Nein. Die muss man natürlich erfüllen. Ja. Also AGPV ist, würde man sagen, die höhere Mathematik bei der Förderung. Das hat man bewusst auch so gemacht, vom Gesetzgeber her, weil man wollte den Weg, dass man land- und forstwirtschaftlichen Grund quasi versiegelt oder mit PV bestückt, eben nicht sehr erleichtern auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Nutzung der Land, also des land- und forstwirtschaftlichen Grundes sicherstellen. Ja? Also das ist einfach diese Dualität, nicht? Also dass man diese Flächen nicht der land- und forstwirtschaftlichen Produktion entzieht. Ja? Deswegen sind diese Vorgaben so streng. Aber da gibt es jetzt keine, ist mir nichts in Erinnerung, dass wir da größere Themen haben. Ich denke, diejenigen, die die Genehmigung geschafft haben, haben das eigentlich schon die wichtigste Hürde genommen. Ja. Die Frage ist noch einmal gekommen, nicht Kategorie C, sondern Kategorie A wurde eben abgelehnt wegen Budget. Ist das Gleiche wahrscheinlich. Ja, ist das Gleiche. Ist ganz das Gleiche. Inbetriebnahme möglich. Er darf sie in Betrieb nehmen, weil schon beim ersten Antrag die Fristenwahrung. Ja. Genau. Dann die Frage noch einmal, ganz klar ist es mit der Umsatzsteuer, mit dem 0% ermäßigten Steuersatz bei Anlagen unter 35 kW Peak. Jetzt kriegt er eine Rechnung mit dem ermäßigten 0% Steuersatz und Sie haben gemeint, da darf man trotzdem einen Antrag stellen, gell? Ja, das kommt aber erst ins Gesetz aktuell. Ja. Kann ich nur sagen, also, wir haben das natürlich schon im Kopf und am Horizont. Ja. Aktuell könnte er es noch nicht, ja. Aber wenn dieser Initiativantrag rechtzeitig gesetzt wird, dann wird es funktionieren. Ja. Also auf das haben wir natürlich keinen Einfluss. Ja. Ich habe das erwähnt in einer Folie. Gedacht ist es so, dass man genau die Anlagenbetreiber, die bis 35 kW bauen, natürlich, wenn sie Unternehmer sind,
auch noch mitnimmt als mit einem Investitionszuschuss. Also sonst würden die ja keine Förderung bekommen, ja, weil von 0% Satz hat er nichts. Ne? Und wenn dann der Ausschluss, der aktuelle, bewirkt, dass er nicht beantragen darf, ja, dann bekommt er gar nichts. Ja? Oder ja, will er gar nichts bekommen. Das heißt, momentan bekommt er nichts im Prinzip, momentan. Ja. Und es ist ratsam zu warten mit der Inbetriebnahme. Das hat mit, wenn er schon beantragt hat, also, nein, natürlich, wenn er noch nicht beantragt hat, immer warten mit der Inbetriebnahme, ja, richtig. Und ja, man wird es eh sehen, ein paar Tage haben es noch Zeit, ja. Initiativantrag gibt es, ich kenne jetzt den Plan im Parlament nicht, ja, aber ich weiß, dass es auf der Tagesordnung steht, dass es wahrscheinlich, also ich was ich gehört habe vom Ministerium, ist schon so gedacht, dass das auch bei der jetzigen Antragstellung gelten soll. Dieser Inlandsbonus dafür eher nicht, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die es auch noch schaffen. Aber das andere, den Initiativantrag, der steht auch schon auf der Homepage vom Parlament, der ist auch abrufbar. Ich kenne aber jetzt den tagesaktuellen Stand nicht. Also das heißt, das dürfte aber wirklich in den nächsten Wochen kommen. Ja, also bitte aufmerksam verfolgen. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt über den Feiertag ist nicht gekommen. Ja. Ja. Aber vielleicht steht schon auf irgendeiner Plenarsitzung am Tagesordnung. Und ab wann wird die Registrierung am ERG-Portal möglich sein? Also eigentlich sollte das schon möglich sein. Ich habe jetzt kein Datum im Kopf. Da kann ich mir vorstellen, dass das schon möglich ist. Müssten wir ausprobieren. Ja. Also Sie gehen davon aus, dass es schon möglich ist. Ich denke, es sollte jetzt schon möglich sein. Sonst wird es auch jeden Tag freigeben. War da nicht eine Frist mit 15. April oder? Ja, der 15. ist die Antragstellung, ja. Okay. Die läuft wie bisher. Das Anlegen des Projektes ist ja davon unabhängig. Okay. So ist es ja auch gedacht. Also es bringt aber jetzt für die Antragstellung selber nichts, außer dass man es vorher eingibt. Also es ist eine Servicefunktion. Ja. Also man ist deswegen nicht schneller. Ja. Also man ist vielleicht noch, wenn man sagt, okay, du kannst vervollständigen, dann ist man schneller. Ja. Ja. Es ist für uns auch eine Systementlastung, weil natürlich dann dieses Eingeben im System von der Last her ein bisschen früher erfolgt. Ja. Ja. Mhm. Und nicht alle zugleich. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass schon funktioniert, aber so 90%. Die Frage ist dezidiert jetzt noch einmal gekommen. Wir haben die Anlage gebaut, 23, wurden abgelehnt in der Kategorie B. Und die können wieder beantragen. So, ist es wirklich so, Herr Brandlmeier, dass wir die Anlage in Betrieb nehmen dürfen, bevor wir am 15.04. erneut einen Antrag auf Investitionsförderung stellen? Ja, ganz kurz. Moment. Es tut mir leid. Ja, hallo? Bin wieder da. So, ich habe jetzt nochmal Rücksprache gehalten. Ja. Gut. Also es ist mir auch nichts anderes bekannt. Okay. Mir wundert es, dass die Verunsicherung so groß ist. Ich habe nämlich jetzt kurz rückgefragt, warum die Verunsicherung so groß ist. Weil der Betrieb da andere Informationen hat. Ja, also es ist so. Dicke Ziehung, keine noch einmalige dicke Ziehung. Doch. Also noch einmal, es ist so, wenn man beim erstmaligen Antragstellung alles richtig gemacht hat, Sie haben im Vorjahr, im 23. Jahr beantragt, und nicht in Betrieb genommen, also im Vorjahr galt ja auch noch das mit der Bestellung und mit der
Errichtung. Ja? Ja. Und wenn Sie alles zum Beispiel nach dieser Antragstellung gemacht haben, ja? Ja. Ja, also quasi bestellen, errichten und in Betrieb nehmen, ja, dann gilt das als fristenwahrend. Ja? Das heißt, Sie können jetzt wieder ein Ticket ziehen. Okay. Und Sie können in Betrieb nehmen auch. Ja? Also diese AGVO-Erleichterung, die ich zuerst erwähnt habe, gilt für alle neuen. Ja? Das heißt, er kann bestellen und errichten, aber nicht in Betrieb nehmen. Ja? Okay. Aber nur dann, diese Erleichterung das gilt für alle. Das ist für die erstmalige Beantragung jetzt. Genau, für die erstmalige Beantragung. Weil wenn er schon in der Vergangenheit mal beantragt hat, dann gelten diese ganzen Beschränkungen ohnehin nicht. Ja, ja, okay, okay. Wenn jetzt bei der Gemeinde bereits eine BV-Anlage errichtet ist und auch abgerechnet, inklusive UST, kann für diese dann nach dem Beschluss im Parlament ein Initiativantrag gestellt werden? Ein Initiativantrag? Das verstehe ich auch nicht. Nein, also höchstens ein Investförderantrag. Also, ja, ich glaube auch, ein Investantrag. Also jetzt sind wir bei diesen Übergangsbestimmungen, ja. Also die, die im Vorjahr abgerechnet worden sind. Ja? Also da muss man sagen, das muss man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Wir sind auch kein Steuerberatungsunternehmen. Und das Hauptproblem ist meiner Meinung nach dort, dass auch die Elektroinstallateure sehr, sehr gefordert sind, ja. Das Hauptproblem. Ich würde sagen, das ist das Gleiche, wie wir gesagt haben. Nicht? Es ist im Prinzip ein Antrag gestellt worden, ein Ticket gezogen worden, ein Antrag gestellt worden. Das ist errichtet und in Betrieb genommen worden. Es ist eine Ablehnung gekommen und jetzt ist es im Prinzip wieder eine Ticketziehung möglich. Ja, also um es jetzt, gehen wir es von hinten weg. Also, wenn der abgelehnt wurde und er hat eine Rechnung mit Umsatzsteuer in der Vergangenheit, ja, also wir, also da, dann fällt er ja noch nicht unter diesen ermächtigten Steuersatz. Ja. Genau. Da kann er meiner Meinung nach natürlich jetzt wieder beantragen. Ja. Ja. Wenn er eine Umsatzsteuerrechnung hat nach dem 1.1., dann hat der Elektroinstallateur eine falsche Rechnung ausgestellt. Ja. Ja. Gibt es auch, ja, aufpassen. Ja. Und dann kann er auch eine Investförderung anstellen, wieder stellen, einen Antrag. Ja? Ja. Aber da hängen wir natürlich davon ab, ob dieser Initiativantrag rechtzeitig umgesetzt worden ist. Okay. Es ist, ja, es ist alles im letzten Abdruck. Ja, ja, und es ist ein bisschen ist, noch in der Schwebe und wir warten noch ein bisschen. Genau. Und ich glaube, die paar Tage oder ein paar Wochen sollte man ein bisschen noch, wenn man eben so betroffen ist. Ein paar Tage, ja. Es geht wirklich um ein paar Tage. Und ich würde dafür, man kann ja trotzdem einen Antrag stellen, ja, weil, ja. Ich würde es einfach machen. Ja, genau. Ja. Das ist, also man kann nicht jeden Einzelfall bis zum letzten Detail ausdiskutieren, nämlich genau in der Zwischenzeit, also vor Weihnachten bis, weiß ich nicht, bis Ende Februar, hat man natürlich Themen, mein Gott, wo große Verunsicherung ist ja in der Branche, auch bei denen, die fakturieren, ja. Aber ja, es ist so, ja. Also die Übergangsbestimmungen sind ein bisschen kompliziert und sie sind eben noch nicht vollständig, ja. Ja, ja. Okay. Mhm. Momentan sind keine weiteren Fragen im Chat. Mhm. Also ich sage jetzt nochmal, Ziel von dieser neueren Gesetzesreparatur ist ja der, dass man einerseits Doppelförderungen verhindern möchte, also dass er Investförderung plus Umsatzsteuerermäßigung profitiert. Ja, das wäre bei allen Nicht-Vorsteuerabzugsberechtigten. Umgekehrt will man auch nicht, dass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer von einer Förderung ausgeschlossen sind. Ja. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ist auch verständlich. Okay. Dann sage ich herzlichen Dank einmal. Sie bleiben uns dennoch erhalten. Für eventuell weitere Fragen, bitte, Herr Brandlmeier. Dann sage ich danke. Und die Präsentationen von den beiden Herren,
Brescheren und Brandlmeier, die werden wir nach der Veranstaltung, werden wir einen Link aussenden. Dann herzlichen Dank noch einmal und ich darf Herrn Brescheren herzlich begrüßen. Vielen Dank. Ich versuche ja ein kurz mein Gesicht wieder zu zeigen. Weiß aber nicht, ob das funktioniert hat. Herr Brescheren, ich darf Sie herzlich begrüßen noch einmal und ich darf Sie bitten, uns die unterschiedlichen betrieblichen Förderungen für die Wärmeversorgung und für die thermische Sanierungen zu erläutern und zu präsentieren. Ich darf an Sie weitergeben. Bitte, danke. Ja. Danke für die Vorstellung. Danke auch an Herrn Brandlmeier für den interessanten Vortrag zur Strom- oder zur Ökostromförderung. Wir machen jetzt einen Schwenk von der Stromförderung von der Stromversorgung zur Wärmeversorgung und zur thermischen Sanierung. Was erwartet Sie? Kurzer Überblick über die KPC. Wir werden kurz die Definition von Förderungen besprechen, einen kurzen Überblick über die Förderungsbereiche in der KPC geben, unterschiedliche Grundbriefe und das Einreichverfahren besprechen. Dann kommen wir zu den Förderungen im Bereich der Wärmeversorgung, im Anschluss die Förderungen zur Gebäudesanierung und zum Schluss wird auch noch genügend Zeit für etwaige Fragen sein. Ja, was machen wir in der Kommunalkredit Public Consulting? Wir sind spezialisiert auf das Management öffentlicher Förderungen, den Consulting-Dienstleistungen mit Fokus auf den Klima- und Umweltschutzprojekten. Unsere Auftraggeber sind auf internationaler Ebene, also auf nationaler Ebene, das BMK, das BML, der Klima- und Energiefonds sowie Klimaaktiv Mobil und andere Tätigkeiten. Auf internationaler Ebene sind es zum Beispiel die OECD, unterschiedlichste UN-Unternehmensorganisationen wie die UNIDO, UNPD und KfW. Wir haben mit Stand August 2023 153 Mitarbeiterinnen, die sich zum einen um das Förderungsmanagement kümmern, auf der anderen Seite sich dem internationalen Consulting widmen. Was passiert im internationalen Consulting? Da werden auf nationaler und internationaler Ebene Organisationen beraten, vor allem in den Bereichen Umwelt und Energie, der internationalen Klimafinanzierung und der Entwicklungsfinanzierung sowie dem ESG. Das Förderungsmanagement in der KPC gibt es seit 1993. Damals war es noch nicht die KPC, sondern es ist im Ministerium angesiedelt gewesen. Da geht es hauptsächlich darum, die eingereichten Projekte technisch zu beurteilen und abzuwickeln. Und ein kleiner Bereich in der KPC ist das Climate Austria. Das wurde 2008 gegründet, ist so eine Plattform, wo man freiwillig Treibhausgasemissionen kompensieren kann, also auch auf privater Ebene. Ein kurzer Rückblick aufs Jahr 2022 zeigt die CO2-Einsparungen aller Klima- und Umweltschutzförderungen. Das waren ungefähr 440.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Was ist eigentlich eine Förderung? Förderung ist eine Subvention, also eine Leistung aus öffentlichen Mitteln an Unternehmen, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zu Hilfe kommen. Diese Subventionen sind wirtschaftspolitische Eingriffe in das Marktgeschehen, mit denen bestimmte Verhalten der Marktteilnehmer gefördert werden sollen. Es gibt keine international einheitliche Begriffsdefinition. Und im Strafgesetzbuch, Paragraph 153b, ist eine Förderung definiert als Zuwendung,
die zur Verfolgung öffentlicher Interessen aus öffentlichen Haushalten gewährt wird und für die keine angemessene geldwerte Gegenleistung erbracht wird. Daraus ergeben sich einige Probleme bei Förderungen, nachdem das ja ein Eingriff in das Marktgeschehen ist, die durch diese Subventionen bewirkt wird, greift es auch in den Freihandel ein, also innerhalb der Europäischen Union. Artikel 107 der AEUV besagt, dass Beihilfen grundsätzlich verboten sind. Das europäische Beihilfenrecht kennt jedoch eine Reihe von Ausnahmen, wie unter anderem die AGVO, also die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung. Es herrscht eine Notifizierungspflicht für Beihilfen und unionsrechtswidrige Förderungen sind zurückzubezahlen. Notifizierungspflicht heißt, Förderungen oder Beihilfen müssen bei der Europäischen Kommission angemeldet werden. Und solange diese Förderungen oder Beihilfen nicht zugelassen werden, sind, herrscht eine sogenannte Standstill-Klausel. Also es dürfen keine Förderungen gewährt werden, solange das nicht von der Kommission abgesegnet worden ist. Diese rechtlichen Grundlagen der Umweltförderung, hier grafisch dargestellt, ist ein Stufenmodell. Die Basis ist das EU-Recht, also die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung oder die De Minimis-Verordnung. Auf dieser Verordnung schaut sich der Staat Österreich an, was kann man auf nationaler Ebene umsetzen. Da greift das österreichische Recht, also das Umweltförderungsgesetz, in der gültigen Fassung. Auf Basis des österreichischen Rechts gibt es mit dem Ministerium einen Austausch. Daraus entstehen diese Informationsblätter, die Sie bei uns auf der Homepage runterladen können und sich informieren können. Auch immer im Austausch mit der sogenannten UFI-Kommission. Das ist eine Kommission für die Umweltförderung im Inland. Und auf Basis dessen wird projektspezifisch der Fördervertrag erstellt. Also das wäre dann die strengste Maßnahme. Die Förderungsbereiche in der KPC. Es gibt pauschalierte und nicht pauschalierte Förderungsbereiche. Die Pauschalförderung ist die sogenannte De Minimis-Beihilfe. Hier ist eine Antragstellung online bis zu 6 Monate nach dem Projektabschluss möglich. Gegebenenfalls muss man eine Registrierung abschließen, erhält dann einen Link, womit man dann einreichen kann. Eingereicht wird mit den bezahlten Rechnungen. Die Ermittlung des Förderbetrags geschieht pauschal anhand der technischen Leistungsgrößen, bedeutet Euro pro kW oder Euro pro Quadratmeter, Euro pro irgendeiner Einheit. Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der Genehmigung und der Annahmeerklärung. Wichtig, das ist relativ neu, der De Minimis-Rahmen ist auf 300.000 Euro angehoben worden und innerhalb von 3 Jahren rollierend darf man nur 300.000 Euro an De Minimis-Beihilfen beziehen. Unter diese Pauschalförderungen fallen beispielsweise die Raus aus Öl- und Gasförderungen, erneuerbare Wärmeerzeugung unter 100 kW, die E-Mobilität, Einzelmaßnahmen in der Gebäudesanierung, LEDs im Innenbereich und so weiter. Also die kleinen Förderungen. Dann gibt es die nicht pauschalierten Förderungsbereiche, die werden nach der AGVO gefördert. Hier ist es ganz wichtig, dass die Antragstellung vor Beginn der Maßnahme erfolgen muss. Die Förderung wird als Prozentsatz der umweltrelevanten Investitionskosten berechnet. Maximal können hier 50% ausbezahlt werden. Es gibt auch Begrenzungen, wie zum Beispiel durch den Umwelteffekt. Also das Beispiel 750 Euro pro eingesparter Tonne CO2 multipliziert mit den eingesparten Tonnen an CO2 ist quasi der obere Deckel, wie hoch die Förderung sein kann. Die Auszahlung erfolgt nach der Genehmigung
nach der Umsetzung und nach der Endabrechnung. Diese nicht pauschalierten Förderungsbereiche sind zweistufige Verfahren. Das bedeutet, zuerst wird das Projekt technisch beurteilt, dann wird es genehmigt und nach Einlangen der Rechnungen geht das ganze Projekt nochmal in die Endabrechnung. Diese kontrolliert die technischen Daten nochmals und dann wird das Projekt ausgezahlt. Die Förderobergrenzen liegen bei 4,5 Millionen Euro pro Projekt. Ausgenommen davon sind Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Fernwärme und Fernkälte. Hier liegt die Obergrenze pro Projekt bei 6 Millionen Euro. Als Beispiel ist von Fördermaßnahmen sind Energiesparmaßnahmen, Klimatisierung und Kühlung, die Energiezentralen, Nahwärmeversorgung, umfassende thermische Gebäudesanierung und so weiter. Hier ein grober Überblick über die Förderbereiche, auf die ich nicht näher eingehen werde. Wir beschäftigen uns heute mit dem Bereich der Wärmeversorgung und dem Energiesparen, also der Gebäudesanierung. Und schauen uns im ersten Schritt die Grundbegriffe und das Einreichverfahren bei uns an. Worauf kommt es bei uns immer an? Die förderungsfähigen Investitionskosten müssen in unmittelbaren Zusammenhang mit der Erzielung des Umwelteffekts stehen. Das bedeutet, wenn man sich jetzt einen Heizkessel oder ein Heizkraftwerk hinstellt, kann man sich die Sanierung des Privathauses natürlich nicht mitfördern lassen. Also diese Investitionen müssen immer im Zusammenhang mit dem Umwelteffekt stehen. Die förderungsfähigen Investitionsmehrkosten stellen den finanziellen Mehraufwand zur freiwilligen Erreichung eines Umweltschutzziels dar. Diese müssen eine Richtlinie, eine Norm oder eine Behördenauflage übertreffen. Das ist auch der Mehraufwand gegenüber dem Ist-Zustand bei klar abgrenzbaren Kosten für die Umweltschutzmaßnahme oder der Mehraufwand gegenüber einer Maßnahme der Kapazität ohne vergleichbaren Umwelteffekt, also sogenannte Referenzanlagen. Und zu guter Letzt der Förderungsbarwert. Der setzt sich zusammen aus den Investitionsmehrkosten, multipliziert mit dem Förderungssatz plus etwaige Zuschläge. Begrenzt ist dieser Förderungsbarwert durch die angegebene benötigte Förderung im Förderungsantrag oder dem Ausmaß der erzielten CO2-Reduktion, also dem Umweltdeckel, oder sonstiger technischer Parameter, also Euro pro eingesparter Kilowattstunde pro Jahr, Euro pro kW oder Euro pro Quadratmeter bei den Pauschalen. Zum Einreichverfahren und zum Ablauf, hier dargestellt die zweistufigen Projekte. Hier ist immer darauf zu achten, dass die Antragstellung vor dem Beginn der Maßnahme stattfindet. Also das Projekt kann schon geplant werden, bestellt werden darf jedoch noch nicht sein. Der Antrag wird über die Online-Plattform bei uns gestellt. Danach wird der Antrag geprüft, also die eingereichten Unterlagen werden technisch geprüft, wirtschaftlich geprüft. Wenn es fehlende Unterlagen gibt, werden diese nachgefordert. Man bekommt eine Frist. Wenn man die Unterlagen innerhalb dieser Frist nicht nachreichen kann, kann man auch nach Fristverlängerung ansuchen. Ist bei uns auch kein Problem. Wird dieses Projekt positiv beurteilt, bekommt der oder die Förderwerberin einen positiven Bescheid. Dieses Projekt wird im nächsten Schritt der Umweltförderkommission zur Genehmigung vorgelegt. Nach dieser Kommissionssitzung, diese findet viermal im Jahr statt, wird das Projekt genehmigt und der Fördervertrag erstellt. Dieser Fördervertrag wird der Förderwerberin oder dem Förderwerber zugesendet. Und dabei ist zu beachten, dass die Annahmeerklärung unterschrieben an uns retourniert wird. Das Projekt kann ab der Antragstellung umgesetzt werden und die Rechnungen eingereicht werden. Also sobald die Rechnungen alle vorhanden sind, kann
bei uns mit der Endabrechnung begonnen werden. Und wenn das Projekt so umgesetzt wurde, wie es technisch beurteilt worden ist, erfolgt die Auszahlung. Die Zielgruppen in der Umweltförderung, also wer ist antragsberechtigt? Die betriebliche Umweltförderung dient vorrangig der Förderung von Umweltschutzmaßnahmen in Betrieben. Die umweltrelevanten Investitionen müssen an Betriebsstandorten in Österreich getätigt werden. Das heißt, auch ausländische Firmen können bei uns eine Förderung beantragen, wenn der Firmenstandort in Österreich ist. Umgekehrt geht es natürlich nicht. Antragsteller können zum einen Unternehmen und Gewerbebetriebe inklusive Contracting-Unternehmen sein. Vereine und Konfessionsgemeinschaften sind ebenso antragsberechtigt, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gebietskörperschaften, sofern eine marktbestimmte Tätigkeit vorliegt, sind ebenso antragsberechtigt, sowie Landwirte und Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen. Wichtig zu beachten ist, dass die Investition von der Antragstellerin oder von dem Antragsteller zu tätigen ist. Das heißt, die Rechnungen müssen immer auf den Förderwerber ausgestellt werden. Die Unterzeichnung des Förderungsvertrages verpflichtet zur Umsetzung des Projektes und zur Einhaltung des prognostizierten Umwelteffekts. Dieser Umwelteffekt muss je nach Vertrag in der Regel 10 Jahre nachgewiesen werden. Wenn das Projekt vorzeitig außer Betrieb genommen wird, gibt es eine aliquote Rückzahlung der Fördermittel. Auch wichtig zu beachten ist, dass Anlagen oder Maßnahmen, die im Emissionshandel sind, können bis zu Investitionskosten in der Höhe von 2 Millionen Euro gefördert werden. Darüber hinaus nicht. Wir kommen zu den Förderungen im Bereich der Wärmeversorgung. Da gibt es auch De Minimis-Beihilfen und AGVU-Beihilfen. Die Einzelanlagen und die Fernwärmeanschlüsse unter 100 kW werden als De Minimis-Förderungen abgewickelt. Darunter fallen Holzheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärmeanschluss. Für Einzelanlagen gilt, dass kein Anschluss an Fernwärme möglich sein darf. In Österreich gilt der Fernwärmevorrang. Also zuerst werden Fernwärmeanschlüsse gefördert. Wenn das nicht möglich ist, werden Einzelanlagen gefördert. Bei der Holzheizung werden Kessel für feste Biomasse, den Holzpellet, Hackgut und Stückgut gefördert. Der Raus aus Öl- und Gasbonus sind 7.500 Euro für Anlagen kleiner 50 kW und 12.000 Euro für Anlagen ab 50 kW kleiner 100 kW. Beim Neubau bzw. beim Austausch von nicht fossilen Altanlagen gelten verringerte Fördersätze von 4.000 Euro für Anlagen kleiner 50 kW und 7.000 Euro für Anlagen ab 50 kW unter 100 kW. Die Förderungen sind bei maximal 50% der förderungsfähigen Kosten beschränkt. Die Einzelanlagen und Fernwärmeanschlüsse über 100 kW oder ab 100 kW werden nach der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung gefördert. Die Fernwärmeanschlüsse werden auch pauschal von 100 kW bis 500 kW mit 100 Euro pro Kilowatt thermische Leistung gefördert. Und ab 500 kW gibt es 70 Euro für jedes weitere kW thermisch. Für die Holzheizung gilt, dass auch kein Anschluss an Fernwärme möglich ist. Es werden dieselben biogenen Brennstoffe gefördert wie bei den kleinen Pauschalen. Für Anlagen ab 100 kW bis 500 kW gelten 300 Euro pro kW thermisch und für jedes weitere kW bis 100 Euro für jedes weitere kW thermisch. Die Zuschläge sind geregelt, also es gibt einen Nachhaltigkeitszuschlag, wenn regionale Biomasse im Umkreis von 50 Kilometer bezogen wird. Da gibt es 30 Euro pro kW thermisch und für EMAS-zertifizierte Unternehmen gibt es 1,5% der Pauschalförderung, jedoch maximal 10.000 Euro.
Für die Wärmepumpen gelten auch zwischen 100 und 500 kW. Für Solewasserwärmepumpen gibt es 300 Euro pro also 300 Euro pro kW thermische Nennleistung und 100 Euro für jedes weitere kW ab 500 kW. Für Wasser-Wasser-Wärmepumpen gibt es 200 Euro pro kW thermisch und ab 500 kW 100 Euro für jedes weitere kW. Die Luftwärmepumpen werden mit 100 Euro pro kW thermisch gefördert und 50 Euro gibt es für jedes weitere kW über 500 Kilowatt thermisch. Es gibt hier einen Zuschlag für die Verwendung von Ökostrom. Dieser ist mit 100 Euro pro kW festgelegt. Beim Einsatz eines Kältemittels mit einem GWP kleiner gleich 1500 gibt es auch einen Zuschlag von 75 Euro pro kW thermisch. Für EMAS-zertifizierte Unternehmen gibt es den gleichen Zuschlag wie bei der Holzheizung. Die betriebliche Wärmeversorgung, also die Nahwärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger, ist aktuell gültig bis 30.06.2024. Was wird hier gefördert? Biomasse-Nahwärmeanlagen inklusive deren Optimierung, die Neuerrichtung und Erweiterung von Wärmeverteilnetzen sowie die Erneuerung von Kesselanlagen und geothermische Nahwärmeanlagen. Der Basisfördersatz ist hier bei 25% der Investitionsmehrkosten. Bei einem Einsatz von 80% regional aufgebrachten Waldhackgut aus einem Einzugsbereich bis 50 Kilometer gibt es einen Nachhaltigkeitszuschlag von 5%. Wichtiger Hinweis: für große Biomasse-Nahwärmeanlagen, also über oder ab 400 kW oder einer Trassenlänge von über 1000 Laufmeter, müssen diese Projekte in der sogenannten Qualitätsmanagement-Datenbank eingetragen werden und unterliegen einer qualitätsbeauftragten Begleitung. Es müssen die Meilensteine 1 und 2 abgeschlossen werden in dieser Datenbank. Erst dann wird bei uns mit der Beurteilung begonnen. Es hat, wie mein Vorredner auch schon gesagt hat, eine aktuelle Novelle der AGVO gegeben. Für diesen Bereich relevant ist, dass es ab sofort keinen Abzug von Referenzkosten mehr gibt. Also beihilfefähig sind die umweltrelevanten Investitionskosten. Und in der Nahwärme gibt es keine sogenannte Finanzierungslücke mehr. Die Personen, die sich damit beschäftigen, wissen wahrscheinlich, worum es geht, kann ich im Anschluss gerne erläutern. Was wird neu ab 1.7.2024? Die Förderung für die Wärme- und Kälteversorgungsinfrastrukturen umfassen aktuell 18 Förderungsbereiche in der Umweltförderung. In den Jahren 2020 bis 2023 wurden ca. 1150 Projekte genehmigt. Das Investitionsvolumen bzw. die ausbezahlten Förderungen belaufen sich auf ungefähr 1 Milliarde Euro. Also das ist ein sehr großer Förderbereich, der umgestaltet worden ist. Und ab 1.7.2024 wird es 4 Module geben, wobei sich das Modul 1 den Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen widmen wird, Modul 2 den Wärme- und Kältenetzen, das Modul 3 behandelt Mikronetze mit und ohne Wärmeverkauf und Modul 4 beinhaltet die Optimierung von Wärmeerzeugern und Wärmeverteilnetzen. Es wird Zuschläge für den Einsatz von Wärme aus emissionsfreier Erzeugung geben. Das heißt, wenn ein gewisser Prozentsatz an Abwärme oder aus einer Wärmepumpe, Geothermie oder Solarthermie stammt, wird es Zuschläge geben. Und Zuschläge gibt es auch für die Steigerung der Energieeffizienz, zum Beispiel durch Errichtung einer Wärmerückgewinnung, eines Economizers oder einer Rauchgaskondensation oder besonders effiziente Wärmeverteilnetze. Die aktuellen Infoblätter und Förderkriterien habe ich Ihnen hier verlinkt. Die können Sie sich im Anschluss in Ruhe durchblättern. Bis dahin ein kurzer Überblick über diese Module.
Im Modul 1 werden Biomassekessel, Biomasse-KWKs, die Abwärmeauskopplung, Wärmepumpen, Geothermie und Solarthermie gefördert. Wenn in diesem Wärmeversorgungsnetz über 10 Abnehmerinnen und ein externer Wärmeverkauf über 800 Megawattstunden pro Jahr stattfindet. Der Basisfördersatz liegt bei 30% für die erneuerbare Wärmeerzeugung bzw. bei 20% bei den Kälteerzeugern. Der maximale Fördersatz liegt bei 45% bzw. bei 25% bei den Kälteerzeugern. In Modul 2 werden Hochtemperaturnetze mit 30%, also biogene Hochtemperaturnetze werden mit 30% gefördert, klimafreundliche Fernwärmenetze mit 20%, die Niedertemperatur- und Anergienetze mit 35%. Hier gilt auch Netze ab 10 Abnehmerinnen und einem externen Wärmeverkauf über 800 Megawattstunden. Durch Zuschläge können maximale Fördersätze bis 45% bzw. 25% bei klimafreundlichen Netzen erzielt werden. Modul 3 sind die kleineren Netze. Es werden dieselben Wärmeversorger gefördert, wie auch im Modul 1. Für Mikronetze mit Wärmeverkauf gilt, dass alle Netze reinfallen unter 10 Abnehmerinnen oder einen externen Wärmeverkauf unter 800 Megawattstunden. Der Basisfördersatz hier liegt bei 30% und durch Zuschläge können 40% Fördersatz erreicht werden. In Modul 4 wird die Nachrichtung von Anlageteilen zur Optimierung des Systems gefördert. Also ein Kesseltausch, eine Nachrüstung von einem Economizer zum Beispiel oder auch Wärmeübergabestationen. Wichtig dabei ist, dass eine Primärenergiereduktion von mindestens 5% erzielt wird. Der Fördersatz liegt bei 30% bzw. bei 20% bei der klimafreundlichen Fernwärme. Und durch Zuschläge können Fördersätze von 35 bzw. 25% erreicht werden. Kurzer Überblick über die wichtigsten generellen Förderbedingungen. Aktuell ist es so, dass ein maximaler fossiler Erzeugungsanteil von 20% erlaubt wird. Durch die neue AGVO kann in Zukunft nur mehr 10% fossiler Erzeugungsanteil gewährt werden. Diese dienen zur Ausfallreserve und zur Wartungsunterbrechung. Es werden auch sogenannte strategische Ausbauten förderfähig unter gewissen Bedingungen. Die Förderobergrenze ist wie bisher bei 6 Millionen Euro pro Projekt. Ausgenommen sind hier das interne Mikronetz mit 4,5 Millionen Euro. Es wird auch Änderungen zu dem Qualitätsmanagementsystem QM Heizwerke geben. Bisher ist ja die Grenze 400 kW und 1000 Laufmeter Trassenlänge. In Zukunft sind Netze eintragungspflichtig über 10 Abnehmern und einem externen Wärmeverkauf ab 800 Megawattstunden. Und die QB-Pflicht entfällt für Betreiber mit zumindest 3 erfolgreich abgeschlossenen QM-Projekten. Zusätzlich wird die Erfassung der Anlage in der Preistransparenzdatenbank verpflichtend. Neuerungen gibt es auch im Förderungsbereich der Verdichtung von Wärmeverteilnetzen. Das ist auch eine De Minimis-Beihilfe. Derzeit werden pauschale Förderungen von 4.000 Euro pro errichteten Abnehmer ausbezahlt. Die Obergrenze ist hier bei 50 kW. Und in Zukunft wird es einen Zuschlag geben oder eine zusätzliche Förderung über 50 kW bis 100 kW, welche mit 6.000 Euro pro Abnehmer gefördert wird. Ja, unverändert ist eben der De Minimis-Rahmen. Diese 300.000 Euro innerhalb von 3 Jahren dürfen nicht überschritten werden. Und gedeckelt ist das Projekt mit 35% der Investitionskosten. Diese neue Förderungsbedingungen
Regelungen oder Bestimmungen gelten für alle Projekte, welche ab dem 1.7.2024 eingereicht sind. Das bedeutet auch, alle bereits eingereichten Anträge sind nach dem alten Schema zu beurteilen bzw. werden nach dem alten Schema beurteilt. Einen kurzen Abschluss der Nahwärme ist das Projekt des Monats im Jänner. Das ist die Nahwärme Forchdorf. Es ist eine Genossenschaft, die 2007 von Landwirten gegründet wurde und eben Forchdorf mit Wärme versorgt. In dem Projekt wurde ein neuer Biomassekessel mit insgesamt 3,5 MW verbaut. Und es gibt einen Wärmezukauf aus zwei Blockheizkraftwerken. Es wurde auch das Netz ausgebaut. Es wurden zusätzliche Wärmeabnehmer versorgt. Dadurch können 360 Megawattstunden an Heizöl eingespart werden und 3,4 Gigawattstunden an Gas. Das resultiert in einer CO2-Einsparung von rund 2000 Tonnen pro Jahr, was für so eine unter Anführungszeichen kleine Nahwärmeversorgung doch sehr hoch ist. Die Investitionskosten betragen 8 Millionen Euro und gefördert wurde es aus den Mitteln des Bundes mit 1,4 Millionen Euro. Wir steigen ein in die Förderung von der Gebäudesanierung. Was wird in der umfassenden Sanierung gefördert? Zum einen die Dämmung der obersten Geschossdecke bzw. des Dachs, die Dämmung der Außenwände und die unterste Geschossdecke bzw. die Dämmung des Kellerbodens. Zusätzlich wird der Einbau und die Sanierung von Fenster- und Außentüren sowie Wärmerückgewinnungsanlagen bei Lüftungssystemen oder außenliegende Verschattungssysteme und auch die extensive Dachbegrünungen werden gefördert. Wie man hier im Bild auch erkennen kann, steckt das meiste Potenzial der Wärmedämmung in den Dächern, in den Außenwänden, in den Fenstern und in den Türen. Welche Voraussetzungen gelten für diese umfassende Sanierung? Da wir uns in der betrieblichen Umweltförderung befinden, natürlich muss das Gebäude überwiegend betrieblich genutzt sein. Die Definition ist, mehr als 50% der beheizten Bruttogrundfläche muss gewerblich genutzt sein. Es gibt Mindestanforderungen für die Qualität der thermischen Sanierung. Es dürfen nur Gebäude gefördert werden, die älter als 20 Jahre alt sind. Und natürlich muss die Einreichung vor der Bestellung erfolgen. Was ist neu dazugekommen? Untergeordnete Anteile zur privaten Nutzung bzw. zur Wohnnutzung werden ab sofort mitgefördert. Es gibt zusätzliche Zuschläge für die Fassaden- und Dachbegrünung und auch für entsiegelte Kfz-Stellplätze. Diese Förderungen setzen sich wie folgt zusammen. Es gibt, wie vorher gesagt, Ansprüche an die Sanierungsqualität. Wenn man den Anforderungen der OEB-Richtlinie signifikant unterschreitet, bekommt man 26 Euro pro Kubikmeter für ein Bruttovolumen bis 1000 Kubikmeter. Jeder weitere Kubikmeter wird mit 17 Euro pro Quadratmeter gefördert. Unterschreitet man die Anforderung der OEB-Richtlinie, bekommt man 18 Euro pro Kubikmeter bis 1000 Kubikmeter. Jedes weitere Kubikmeter wird mit 15 Euro pro Kubikmeter gefördert. Reduziert man den Heizwärmebedarf um 50% bzw. um 25% für Gebäude im Denkmal- oder Ensembleschutz, bekommt man 12 Euro pro Kubikmeter bis 1000 Kubikmeter. Und für jedes weitere Kubikmeter gibt es 6 Euro pro Kubikmeter. Zuschläge können gewährt werden. Und zwar 6 Euro pro Kubikmeter für Klein- und Kleinstunternehmer sowie für Vereine und konfessionelle Einrichtungen. 12 Euro pro Kubikmeter gibt es für Gebäude im Ortskern. Und weitere 12 Euro pro Kubikmeter gibt es für den
Einsatz von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen. Welche zusätzlichen Förderungen gibt es? Hier sehen Sie zwei Zahlen. Auf der rechten Seite, die mit Stern markiert, gelten die Förderungen für Objekte in Ortskernen. Also für fassadengebundene Begrünungen gibt es 120 bzw. 240 Euro pro Quadratmeter. Für eine begrünte Fassade oder bei bodengebundenen Begrünungen gibt es 60 bzw. 120 Euro pro Quadratmeter. Für eine begrünte Dachfläche gibt es 18 bzw. 30 Euro pro Quadratmeter. Und pro entsiegeltem Kfz-Stellplatz gibt es 180 bzw. 360 Euro. Aufpassen muss man bei den Maximalfördersätzen. Für Großunternehmen gelten nach der AGVO ein Maximalfördersatz von 30%, für mittlere Unternehmen ein Maximalfördersatz von 40% und für Kleinunternehmen bzw. Nicht-Wettbewerbsteilnehmer ein Maximalfördersatz von 50%. Wir schauen uns noch ein Rechenbeispiel an für die umfassende Sanierung. Wir haben ein Büro im Kerngebiet mit einer Dachbegrünung. Wir wollen das gesamte Gebäude thermisch sanieren, also die Wände dämmen, die Decken, die Dächer oder das Dach sowie die Fenster. Wir sparen uns dadurch 74 Megawattstunden pro Jahr an Erdgas, weil es in einer CO2-Reduktion von 51 Tonnen pro Jahr resultieren. Wir investieren 302.105 Euro. Das Gebäude weist ein Bruttovolumen von 3.130 Kubikmeter auf und wir erzielen eine signifikante Reduktion des Heizwärmebedarfs. Das bedeutet, bis 1.000 Kubikmeter Bruttovolumen gibt es 26 Euro pro Kubikmeter. Das wären 26.000 Euro. Jedes weitere Kubikmeter wird mit 17 Euro pro Kubikmeter gefördert, also die Differenz auf die 3.130 Kubikmeter multipliziert mit den 17 Euro ergeben 36.210 Euro. Die Dachbegrünung wird mit 30 Euro pro Quadratmeter gefördert, ergeben 22.500 Euro. Und da sich das Gebäude im Ortskern befindet, gibt es einen Zuschlag von 12 Euro pro Kubikmeter mit 37.560 Euro. Das ergibt eine Gesamtförderung von 122.270 Euro. Das war ein kurzer Überblick über die betrieblichen Wärmeförderungen und die thermische Sanierung. Bei Fragen stehe ich Ihnen jetzt gerne zur Verfügung. Wenn es nach der Präsentation oder nach dem Vortrag Fragen gibt, gerne auch per E-Mail an die beiden E-Mail-Adressen. Vielen herzlichen Dank, Herr Breschern. Das war sehr ausführlich und sehr interessant. Ein paar Fragen sind im Chat drinnen. Ja, ich würde nur die Herrschaften bitten, Fragen zu Landwirtschaft oder private Haushalte, Wohnzwecke, private Wohnungen, können wir leider nicht da jetzt behandeln, weil es hier um betriebliche Förderungen geht. Gell? Bitte, danke und um Nachsicht. Genau, also für Private am besten anrufen, ja, oder einfach eine E-Mail schreiben. Ja, genau, genau. Sie haben gesagt, Qualitätsmanagement-Datenbank. Von wem wird diese geführt und wo wird diese geführt? Von Klimaaktiv, also okay. Von der AEE Intec. Bitte? Von der AEE Intec. Die sind in Gleisdorf, meines Wissens. Okay. Genau, also das ist einfach eine Begleitung für Biomasse-Heizwerkbetreiber. Ja, und den Eintrag, den veranlasst der Unternehmer oder den veranlassen Sie? Genau, also der Ablauf ist in der Regel so, es wird bei uns ein Projekt eingereicht.
Ja. Wir fragen nach, ob es bereits ein Projekt in dieser QM-Datenbank gibt. Wenn nicht, muss der Förderwerber einen Qualitätsbeauftragten bestellen und dieser tragt das Projekt dann in der QM-Datenbank ein. Okay. Mhm. Die Luftwärmepumpe wird über 100 kW, eine Luftwärmepumpe über 100 kW wird mit 100 Euro pro kW gefördert, somit also besser gefördert als eine 50 kW-Anlage. Ja. Ist das bewusst, ist das gewollt? Ja, also da sind wir eben im De Minimis-Rahmen bei den kleinen Anlagen und in der AGVO bei den großen Anlagen. Aha. Den genauen Hintergrund für die kleinen Anlagen kann ich jetzt auch nicht beantworten. Wir haben uns die Anlagen über 100 kW angesehen. Was waren da die üblichen Förderbarwerte? Und haben es da rückgeschlossen auf den Förderbarwert oder auf die Förderpauschale. Eine Frage betrifft die Nutzung, die betriebliche private Nutzung. Und zwar, wie geht die KPC um mit Mitarbeiterhäusern? Ist das jetzt eine private Nutzung oder ist das eine betriebliche Nutzung? Weil grundsätzlich würde ich sagen, ist ja so, wenn es keinen Betrieb gibt, dann gibt es auch kein Mitarbeiterhaus. Also genau. Ist sie veranlasst doch durch den Betrieb. Also es kommt auch, in welchem Förderschwerpunkt wird es fallen, kann man das schon sagen. Also bei uns, bei den Einzelanlagen war es schon so, dass die Mitarbeiterwohnungen betrieblich gesehen werden. Es kann aber von Projekt zu Projekt ein bisschen unterschiedlich sein. Das muss wenn man ich das halt Gebäude anschauen. Thermisch saniere, Vollwärmeschutz und besseres Dach. Mhm. Mhm. Da schlafen meine Mitarbeiter drinnen unter der Woche? Also das wäre auf jeden Fall kein Problem. Ist eigentlich eine betriebliche Nutzung. Das ist auf jeden Fall eine betriebliche Nutzung. Mhm. Mhm. Bekommt man eine Förderung, wenn man die Fenster und Türen in einer Halle selbst produziert und auch selbst tauscht? Aha, okay, die Eigenleistungen. Eigenleistungen, also so Lagerentnahmen sind schon förderfähig. Aber wir können nicht, wenn jetzt zum Beispiel der Preis des verkauften Fensters angenommen wird, den können wir nicht fördern. Aber zu Selbstkosten? Also wie gesagt, die Lagerentnahmen, also die Materialpreise ja. Okay. Alles andere nicht. Okay. Eine Vermietungsgemeinschaft GSBR, gewerbliche Immobilien. Kann eine Vermietungsgesellschaft in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts Förderungen für eine thermische Sanierung erhalten, und zwar von gewerblichen Immobilien ist das die thermische Sanierung. Ja, es kommt auf die Nutzung drauf an. Es kommt auf die Nutzung drauf an, genau. Ja, also, ja, und ich habe halt bei der GSBR, wer sucht da an? Genau, also GSBR sind kein Problem. Wir haben einen Förderwerber und die Partner. Die müssen angegeben werden. Okay, alles klar. Aufwand. Und Arbeitsaufwand für Montagen, aha, das haben wir eh. Der Lager, also das, was ich vom Lager nehme, ja, das ist förderbar, aber nicht der Zeitaufwand. Genau. Okay.
Wenn keine Reduktion des Heizwärmebedarfs um 25% erreicht ist, gibt es trotzdem eine Förderung. Zum Beispiel für einzelne Dämmmaßnahmen wie Fenstertausch oder Teilflächen der Außenwand. Das wären die, also das wird quasi die einzelnen Sanierungen betreffen. Ja. Weil ich muss ja auch bei der Einzelmaßnahme muss ich eine Verbesserung, die messbar ist, erreichen. Genau. Da muss ich mich leider entschuldigen. Die Einzelmaßnahmen habe ich jetzt nicht gebracht, weil sich da gerade etwas ändert. Okay. Da möchte ich Sie wirklich bitten, einfach auf die Homepage zu schauen und da die Kriterien abzufragen, weil da sind sie immer aktuell. Eine Frage ist mit noch gekommen. Ist jemand mit der Vermietung und Verpachtung, der die Fenster tauscht, im betrieblichen und privaten Förderschiene angesiedelt? Bezahlt werden die Rechnungen privat? Es kommt auf die Nutzung drauf an. Ist also die Nutzung, Ja, also die Nutzung ja, aber wenn die Rechnungen privat bezahlt werden, dann bezahlt sie keine Firma. Also somit wird sie dann auch schon ausgeschlossen sein. Das heißt, wenn ich jetzt eine Privatperson bin und mein Gebäude vermiete an einen Betrieb, eine Kfz-Werkstatt ist da drinnen und ich richte das Gebäude jetzt thermisch her und ich bezahle das ja als Privatperson. Ja, also nachdem, wenn wir kurz zurückschauen, wer ist Antragsberechtigt? So. In der Wärme steht eh drin. Genau, Antragsteller müssen Unternehmen oder Gewerbebetriebe sein. Das gilt für die ganze betriebliche Umweltförderung. Alles klar. Okay. Gut. Wird bei einer Gebäudesanierung bei 30% privater Nutzung. Die GSBR ist eine Firma. Also eine Firma vermietet das Gebäude, das zu 30% privat genutzt wird. Ja, also untergeordnete Anteile in der Sanierung können mitgefördert. Ja, genau. Das ist seit 1.1. neu oder seit wann ist das neu? Das genaue Datum kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja, Aber das ist jetzt neu, ja. Ja. Also davor war es nicht so, jetzt nimmt man die Anteile mit. Okay. Auskunft der KPC an mich, auch Privatpersonen, können betriebliche Förderungen beantragen, wenn ersichtlich gemacht werden kann, dass das geförderte Objekt betrieblich genutzt wird. Okay, also da ist ein Kommunikations... Ja, es kann, also was bei der Gebäudesanierung... Es kann sein, dass es da Ausnahmen gibt. Ja. Mir war bis jetzt auch die Nutzung im Kopf. Okay. Das heißt, wenn eine GmbH saniert, darf sie an Privatpersonen vermieten. Ja, dann ist sie aber in der privaten Nutzung drinnen. Ja. Okay, dann danke, Herr Breschern. Es sind keine Fragen mehr zusätzlich im Chat aufgetaucht. Und ja, also wenn es Fragen gibt,
einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Zusätzlich eben, dass die Referenten für Fragen zur Verfügung stehen, möchte ich auch auf unsere Beratung, auf unser Beratungsangebot aufmerksam machen in Bezug auf Newsletter der WKO Steiermark, die Förderdatenbank, die wir hoffentlich immer aktuell und à jour halten, auf die Referenten des zentralen Förderungsservice und an die betriebswirtschaftlichen Referenten in ihrer nächsten Regionalstelle. Zusätzlich haben wir auch unter 601-601 die Service-Hotline, egal zu welchen Fragen, ihre Frage wird dort aufgenommen und kommt an den zuständigen Experten wird die weitergeleitet und sie erhalten einen Rückruf. Wie gesagt, zu diesem Webinar werden die Präsentationen per Link an Sie weitergeschickt. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Ich sage herzlichen Dank an die Referenten, an den Herrn Brandlmeier. Ja, danke. Vielen Dank. Danke an den Herrn Breschern. Danke auch. Danke herzlichst und schön Mahlzeit, sage ich, und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Wiedersehen, danke. Wiederschauen. Auf Wiederschauen.